So Leute, ich bin mal wieder in Eichenzell am Rhönpark und es windet ziemlich stark. Und heute ist der Rindy aus der Schweiz gekommen. Wir machen gerade ein Ladekurvenvideo und dann wollen wir den Verbrauch von der Zoe mal auf der Autobahn Standardstrecke bei 100 und 130 testen. René, vielen Dank, dass du extra aus der Schweiz gekommen bist. Gerne. Was denkst du, wie wir die Zoe abschneiden? Mittelmäßig. Was meinst du, wo wir die Zoe so landen ungefähr vom Verbrauch? Mal eine Schätzung über die gesamten zwei Runden. So bei 14,5 kW auf 100 Kilometer. Okay, das wäre ja schon mal ein guter Wert. Das schauen wir uns jetzt an. Mal sehen, wie die Zoe abschneidet. So, jetzt aber schnell. Sind noch bei 79%. Und ich muss das Ganze natürlich auch korrekt stoppen. Und 80, stopp. Wunderbar. Wir stöpseln ab. Gibt er frei? Jawohl, er gibt frei. Wir haben 41,8 Kilowattstunden jetzt reingeladen. Mein Ladekurvenvideo wäre damit auch im Kasten. Ich hatte ja jetzt bis 80% geladen. Auf der App stand aber nur 78%. Deshalb laden wir jetzt nochmal nach. Also ganz merkwürdig. Die Säule hat jetzt auch nur 78% angezeigt. Also da scheint es beim Batteriemanagementsystem von der Zoe so ein paar Ungereimtheiten, Ungenauigkeiten zu geben. Das müssen wir natürlich beachten. Das ist fast eine Kilowattstunde. Ja. ...79% immer noch. 80, stopp. Okay, nochmal 0,75 Kilowattstunden nachgeladen. Sehr erstaunlich. Dann haben wir hier noch die Reifen, und zwar sind das Michelin Primacy 4, und zwar in der Größe 195/55 R16. Ich hoffe, man kann es auf dem Video erkennen. Wir resetten auch wieder den Tageskilometerzähler auf 0. 0 Kilometer, 0 km/h. Verbrauch zeigt er dann auch irgendwo an? Ja. Okay, ist auch auf 0. Wir haben draußen 23 Grad. Klimaanlage steht auf 21,0. Ich starte natürlich auch die App wieder. Sucht er noch das GPS. Okay, es kann losgehen, Rindy. Gut, wir kommen jetzt wieder auf die Autobahn. Wir fahren die 100er Runde. Der Rindy stellt den Tacho mal so auf 102, 103 ungefähr, den Tempomaten. Und dann schauen wir mal, wie die Zoe ZE50 sich in diesem Test schlägt. So Leute, die erste Runde liegt hinter uns, die 100er, und die Zoe zeigt im Moment 14,9 Kilowattstunden an, 14,8 Kilowattstunden. Ich werde hier vorne an der Ampel natürlich wie bei allen Fahrzeugen auch diesmal wieder die App entsprechend ausmachen. Ei, der ist aber sehr langsam. Und dann schauen wir mal, wie viel an der Ladesäule jetzt reingeht. Wir laden also wieder bis 80% voll. Und dann wissen wir genau, wie viel die Zoe zumindest an der Ladesäule gebraucht hat. So, die App mal aufmachen. Schläft. Wo ist sie denn? Er schläft doch. Da ist die App. Ich beende das Ganze. Ach, ich glaube, sie hat sich aufgehängt. Hm? Ja. Scheiße. Leider hat sich die App aufgehängt. Das heißt also, sie bietet jetzt keine korrekten Werte. Die Zeit ist aber da, 37:33 bis zur Ampel. Aber die Distanz stimmt nicht, das heißt also, GPS hat irgendwo gesponnen. Aber wir haben zumindest die Zeit, und die werde ich dann entsprechend aufschreiben. So, wir sind angekommen mit 14,7 Kilowattstunden laut Anzeige. Jetzt zeigt der Parkbremse angezogen. Jetzt sieht man es nochmal genau. Kannst du nochmal die Kilometer zeigen, damit die Leute auch sehen, dass wir wirklich die gesamte Strecke gefahren sind?
So, da haben wir auch die Kilometer, 57,7 gibt die Zoe an, 86 km/h Durchschnitt. Aber ich kann schon sagen, ein Teil der App hat aufgezeichnet. Das nehmen wir dann als Durchschnitt für die offizielle Fahrt. Und jetzt werden wir erstmal nachladen. René macht schon mal die Klappe auf. Ich schalte hier mal frei. Auswählen. Bitte stecken Sie das Fahrzeug an. Wunderbar. Hi, hier ist wieder eine Geräuschkulisse. Also wir sind mit 61% angekommen und müssen jetzt bis 80% laden. Das dauert also ein bisschen. Mal sehen, wie viel Ladeleistung die Zoe jetzt annimmt. Oh, direkt 44 kW. Wir sind bei 79%. Jetzt bloß nicht verpassen, dass ich rechtzeitig ausschalte. Immer noch 29 kW Ladeleistung und 9 Kilowattstunden haben wir bisher nachgeladen. Jetzt nicht verpassen. Prozent immer noch und 80. Stopp. 9,5 Kilowattstunden haben wir jetzt reingeladen. 16 Minuten hat es gedauert. Und jetzt machen sich der Rindy und ich wieder auf die Reise. René, wir nullen wieder den Tageskilometerzähler. Ja. Zuerst schnell warten, bis der Selbsttest weg ist. So. Okay, wir haben den Kilometerzähler genullt. Willst du noch mal gucken, wie viel Prozent jetzt die Zoe anzeigt? Da steht 80. 80% zeigt die Zoe jetzt auch an. Hier haben wir jetzt also nicht das Problem wie am Anfang. Wir machen uns auf den Weg auf die zweite Runde. So Leute, wir kommen wieder auf die Autobahn. Same procedure as every time. Diesmal wird der René auf 130 hochbeschleunigt, so 132, 133. Und dann schauen wir uns mal an, was die Zoe bei der doch deutlich höheren Geschwindigkeit sich an Energie genehmigt. Auch mal als Zwischeninfo für euch. Wir haben also draußen im Moment 26 Grad. Es ist wirklich ein richtig schöner Sommertag. Wir sind wieder in Eichenzell angekommen. Die Zoe zeigt jetzt 20,1 Kilowattstunden an. Und diesmal hat die App auch durchgehalten, glücklicherweise. Ich zeige euch hier auch nochmal die Anzeige von der Zoe. Die App stoppe ich jetzt hier vorne an der Ampel auch wieder, damit wir einheitliche Werte bekommen. Also, da wären wir wieder. App stoppen. Und dann schauen wir uns mal an, wie viel die Zoe an der Ladesäule jetzt bei der 130er Runde nimmt. Okay, wir sind wieder angekommen. Die Zoe zeigt 54% und 19,9 Kilowattstunden. Und jetzt wird wieder aufgeladen und dann schauen wir mal, wie viel sie sich laut Ladesäule genommen hat. Auswählen. Der René kann wieder anstecken. Schon aktiviert. Wunderbar. Hat verriegelt. Mal schauen, wie viel Prozent die Säule jetzt anzeigt. Wieder ein Sichtbarkeitsproblem, aber auf dem Video sollte man sehen. Mit 53%. Mal schauen, welche Leistung wir bekommen und dann laden wir wieder bis 80% auf. Ja, 43 kW, das scheint es erstmal zu sein, was wir an Leistung bekommen. Passt aber ja auch. So, wir sind bei 79%, haben 13,3 Kilowattstunden geladen.
Und ich werde diesmal nicht unterbrechen, weil der René ja noch mit vollem Akku starten soll. Wir haben 80%, 13,37 Kilowattstunden. Das war jetzt also der Verbrauch laut Ladesäule bei 130 km/h. René, was glaubst du? Wirst du den Ioniq schlagen oder den E-Up? Ja, eher vielleicht, den Ioniq nicht. Okay, da haben wir schon mal eine Prognose. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und den weiten Weg auf dich genommen hast, René. Und jetzt gute Heimfahrt. Ja, gut, Dankeschön. Ja, das war dann also die Verbrauchsrunde mit der Renault Zoe ZE50 mit 136 PS. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an den Rindy, dass er extra aus der Schweiz nach Fulda gekommen ist, um die Runde mit mir zu fahren. Und bevor wir uns jetzt das Ergebnis anschauen, wieder ein kleiner Disclaimer. Die Strecke, die wir dort jeweils fahren, ist relativ hügelig. Das heißt also, die Verbräuche sind höher, als wenn ihr auf einer normalen Autobahn unterwegs seid. Das bitte bedenken, wenn ihr jetzt die Ergebnisse euch anschaut. Und wenn ihr euch nochmal die Tabellen selbst in Ruhe anschauen wollt, außerhalb des Videos, dann werdet ihr fündig unter breaking-elektro-news.de. Dort könnt ihr auf Ben-Index klicken. Dann öffnet sich hier ein weiteres Fenster. Und dort dann einfach auf Klick mich und schon seid ihr im Ben-Index. Und hier unten auf dem Reiter Ladekurven und Verbräuche kommt ihr dann zur Gesamtübersicht von den entsprechenden Verbrauchstests. Hier haben wir dann also das Ergebnis zur Renault Zoe und den Verbrauchsfaden. Hier nochmal der Hinweis, 59 Kilometer mit über 500 Ausstiegsmetern je Runde, insgesamt dann natürlich 118 Kilometern. Die Zoe fuhr auf 16 Zoll Rädern. Hier seht ihr dann auch nochmal, dass es einen App-Absturz gab. Die App hatte zu dem Zeitpunkt rund 98,1 km/h als Durchschnitt angezeigt. Das habe ich jetzt übernommen. Die Fahrzeit entspricht ungefähr dem, was ich auch bei den anderen Verbrauchsfaden erzielt habe. Also, auf der ersten 100er Runde hat die Zoe 9,5 Kilowattstunden laut Ladesäule verbraucht. Das entspricht einem Durchschnitt von 16,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Auf der zweiten Runde haben wir dann 123,2 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit laut App erreicht. Das waren 29 Minuten rund Fahrzeit. Verbrauch laut Ladesäule 13,36 Kilowattstunden. Durchschnitt auf 100 Kilometern 22,64 Kilowattstunden. Das ergibt einen Durchschnittswert auf der gesamten 118 Kilometer Strecke von 19,37 Kilowattstunden. Auf der ersten Teilstrecke hat dann der Bordcomputer des Zoe ZE50 14,7 Kilowattstunden angezeigt. Das entspricht einer Abweichung von 9,54% zu den ermittelten Werten laut Ladesäule. Auf der zweiten Teilstrecke haben wir dann 19,9 Kilowattstunden laut Bordcomputer des Zoe verbraucht. Entspricht einer Abweichung von 13,79% zu den Werten, die wir an der Ladesäule ermittelt haben. Und dann habe ich hier nochmal den theoretischen Bordcomputerwert ermittelt und da hätten wir dann eine Abweichung von 11,98%. Und hier haben wir dann auch schon die Tabelle, die zusammengefasste mit allen Fahrzeugen, mit denen ich bisher die Verbrauchsrunden gefahren habe. Da sehen wir, dass der Hyundai Ioniq Elektro weiterhin unangefochten den Spitzenplatz behaupten kann, gefolgt vom Volkswagen e-Up und auf Platz 3 dann das Tesla Model 3 Long Range AWD. Und auf Platz 4 reiht sich dann die Renault Zoe R135 ein. Hier muss man allerdings sagen, ich rechne sie der Kompaktklasse zu aufgrund ihren Abmessungen. Von daher ist das jetzt sicherlich kein sensationeller Wert, aber ich denke, es ist ein akzeptabler Wert. Man muss bedenken, so viel weniger Platz als jetzt zum Beispiel ein Hyundai Kona Elektro bietet die Zoe auch nicht. Und der hat aufgrund des hohen Aufbaus rund 2 Kilowattstunden auf diesen Verbrauchsrunden mehr gebraucht auf 100 Kilometern. Von daher denke ich, dass die Renault Zoe ZE50 gut abgeschnitten hat und das Facelift sich doch etwas sparsamer zeigt als die Vorgängerversionen der Zoe. Zumindest hat man dort gerüchteweise gehört, dass die Zoe auf der Autobahn bei Geschwindigkeiten von um die 130 deutlich mehr an Strom verbraucht als die ZE50. Ja, das soll es dann schon wieder für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl selbstverständlich, sonst verpasst ihr die nächsten Verbrauchsfahrt-Videos.